Ich weiß auch nicht, warum die heutigen Zivilisationen von sich glauben, sie seien so hoch zivilisiert. Wenn man das mit den Megalithikern vergleicht, deren Monumentalkonstruktionen auch von dem Wunsch zeugten, darauf hinzuweisen, wie vergeblich es war, dass auch sie auf ein unsterbliches, unvergängliches Zeugnis, eine Botschaft ihrer selbst setzen wollten, den Nachfahren zu künden, dass man so zu bauen hatte, dass Tsunamis, Erdbeben, Vulkanausbrüche oder andere naturelle Ungeheuerlichkeiten dieses Zeugnis nicht auszuradieren vermöchten vom Gesicht dieser Welt. Mein Phantasma war immer einen freistehenden Berg, einen erloschenen Vulkan zum Beispiel, besser noch ein stabileres Gebirge als nur Vulkanasche. So etwas wie einen Kilimandscharo mitten in der Landschaft zu glätten, zu einer Pyramide an den Seiten zu versiegeln mit modernen Materialien, was mit der heutigen Technik kein Problem wäre, dann könnte man, wenn man den Himalaya nimmt und das Ganze bis auf 8000 Meter hochtreibt, auch noch eine Beschleunigungsabschussrampe für Weltraumprojektile als Beschleunigungsrampe benutzen, dann bräuchte man nicht zu viel Treibstoff, denn man wäre dann schon auf 10.000 Meter als großes Katapult und darin eine große Höhle und darin bloß nichts Wertvolles, kein Edelmetall, nichts, was sich in Penunze umwandeln ließe, sonst wird das schnell wieder ausgeraubt, aber durables Material, keine Datenträger von ephemerer Art, irgendwelches Plastikzeugs, das nicht verrottet und so hart ist, dass alle diese Botschaften, alle diese Bibliotheken, alle dieses Wissen der Zeit, wenigstens das wesentliche Wissen, das eben darin besteht, auszudrücken. Auch wir hatten den unstillbaren Wunsch, etwas möge von uns als Zeugnis überdauern, denn so waren wir ausgestattet mit diesem Phantasma, dem immer wiederkehr auslöschenden, dem Todeswunsch zum Anorganischen zu entgehen. Aber solche Wünsche, obwohl sie gar nicht so teuer wären heutzutage, wenn man sieht, wie das Geld sonst verpulvert wird, werden nicht zu Lebzeiten wahr. Die meisten Phantasten oder Visionäre erlebten die Verwirklichung ihrer Phantasmagorien lange erst nach ihrem eigenen Dahinscheiden. Siehe zum Beispiel Nietzsche, der erst nach seinem Tode so richtig in die Annalen der Geschichte sich einschrieb. Eigentlich müsste man auch einen Nobelpreis posthum gründen, nicht nur für solche, die noch zu Lebzeiten ausgezeichnet würden. Das wäre doch noch viel interessanter, wer sich Verdienst erworben hatte, Unsterblichen, nicht für das Wohl der Menschheit, sondern für deren Würde qua Entlarvung der Struktur.